Hier zeige ich euch, wie das Polieren von Lederschnittkanten funktioniert mit einem Kantenpolierer, der in die Bohrmaschine eingespannt wird. Er hat verschieden breite Nuten. Je nachdem, wie dick euer Werkstück ist, könnt ihr euch das auswählen, was genau das Richtige ist. Hier, das ist eine Lederkante, frisch geschnitten, noch im Rohzustand. Das Ganze wird mit ein wenig Wasser angefeuchtet und dann geht der Poliervorgang auch schon los. Jetzt seht ihr den polierten Teil der Lederkante hier vorne. Der Rest ist immer noch im Rohzustand. Ihr seht diesen schönen Glanz, den ihr erzielen könnt. Das Ganze wird nach dem Trocknen auch noch mit Wachs versiegelt. Dann bleibt der Glanz erhalten. Man kann das mit dem Falzbein noch ein bisschen nacharbeiten, nachpolieren. Aber die gröbste Arbeit ist so ganz schnell getan.